I impact my Guten Morgen, Rav. Wie kann ich auf mein materielles Leben wirken als Resultat einer Handlung des Glaubens über den Verstand? Wie kann ich auf mein materielles Leben als Resultat einer Handlung des Glaubens über den Verstand wirken? Ich weiß es nicht. Was bedeutet, auf das materielle Leben Einfluss zu nehmen, wenn das dein materielles Leben wie das spirituelle Leben ist, wenn du keine Berechnungen anstellst, wenn für dich das materielle oder spirituelle eins ist, alles kommt vom Schöpfer und du beginnst dort zu sehen, dass du dich im Wesen in dem Zustand dich befindest und nicht in der Welt, sondern im Zustand. Und in diesem Zustand musst du möglichst mehr Platz geben der Eigenschaft Bina des Gebens über der Eigenschaft Malchut empfangen. Und dann ist es für dich nicht wichtig, wie man die Welt nennt, wie man die Realität spürt. Das Wichtigste ist, zu bestimmen, dass du der Eigenschaft des Gebens angehören möchtest, mehr und mehr. Haifa 3. Guten Morgen. In welcher Form kann der Mensch den Schöpfer rechtfertigen? Spirituell, materiell, wie? Den Schöpfer zu rechtfertigen, muss er damit, dass er spürt, dass der Schöpfer sich in ihn kleidet und ihn fühlt. Und er bezieht sich zu diesem Gefühl, zu dieser Fühlung des Schöpfers in ihm, in so einer Art, dass er um 100% damit einverstanden ist. Er möchte, dass der Schöpfer ihn um 100% lenkt und nicht, dass er sich annulliert und dass er als ob nicht existiert. Er spürt sich und spürt den Schöpfer, der sich in ihm befindet und möchte, dass das in der Einheit sein wird. Und das nennt man Verschmelzung, das nennt man Verbindung der Umarmung mit dem Schöpfer. Der Schöpfer befindet sich so und so in uns und führt alle Handlungen aus. Aber ohne dem Einverständnis, ohne dem Wissen, ohne der Reaktion von unserer Seite, wünschenswerter Form, wenn wir offenbaren, dass er wirkt und dass es niemanden gibt, außer ihn. Worin gibt es niemanden außer ihn, dass er in uns wirkt? Was bedeutet in uns? In der ganzen Realität, weil die ganze Realität in uns ist. Und so beziehen wir uns mehr zum Schöpfer, welcher uns füllt in allen Belangen, im Herz, im Verstand. Und damit spüre ich, zusammen mit ihm spüre ich, dass ich mich, wie sehr ich mich darin befinde und wie sehr sich